Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit, dann blühten die Birnen weit und breit. Ich habe das Gedicht damals auswendig lernen müssen in der Schule und ich denke, so mancher von euch auch. Da sind so Erinnerungen vielleicht noch da. Ich habe das hier in Uelsen gefunden. Es gibt jetzt mit einer Bank hier in der Siedlung, wenn man hier hochfährt, wo das Gedicht draufsteht. Das hat mich ein bisschen inspiriert, auch für die heutige Predigt. Was aber hat dieser Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland und der Schreiber unseres Hebräerbriefes denn so großartig gemeinsam? Sind zwei verschiedene Welten, unterschiedliche Epochen. Und doch meine ich, Gemeinsamkeiten feststellen zu können. Denn bei beiden gehört Lehre und Leben zusammen. Was ich glaube, das zeigt sich in dem, wie ich lebe. Oder mein Glaube ist ein toter Glaube. Und was ich nach außen hin versuche zu sein und darzustellen, das muss mit mir selber, mit meinem Inneren in Verbindung stehen. Ansonsten wird das irgendwann nicht mehr klappen. Ansonsten wird es irgendwann dazu führen, dass ich innerlich ausbrenne, weil ich das gar nicht leben kann, wenn es im Inneren nicht stimmt. Es braucht eine gewisse Haltung, aus der heraus ich handeln kann. Und wenn man sich den Hebräerbrief als Ganzes anschaut, dann merkt man, dem Prediger dieses Hebräerbriefes geht es genau darum. Darum, dass da in der Gemeinde oder in den Gemeinden, er schreibt ja nicht an eine Gemeinde, sondern an eine ganze Reihe Gemeinden, dass da irgendwas mit der Haltung nicht in Ordnung ist. Er ist ja ganz klar, er sagt, Leute, bei euch stimmt's mit der Basic nicht. Es stimmt nicht mit dem, was eigentlich jedes Gemeindeglied wissen sollte, aber bei euch ist es nicht da. Hebräer 5,12. Eigentlich müsstet ihr nach der langen Zeit längst selbst Lehrer sein. Aber ihr braucht wohl erst einmal jemand, der euch die Grundbegriffe von Gottes Wort beibringt. Ihr braucht sozusagen wieder Milch und keine feste Nahrung. Ihr seid noch wie Babys, sagt er. Aber was noch viel schlimmer ist, die Christen hören gar nicht richtig zu. Die sind so mit sich selber und ihren Problemen des Alltags beschäftigt, dass sie völlig vernagelt sind. Hebräer 5,11. Dazu hätten wir noch viel zu sagen. Es ist aber schwierig zu erklären, weil ihr so begriffsstutzig seid. Ihr Glaube ist altersschwach geworden. Er ist müde. Er ist schlapp. Die Gemeindeglieder können sich kaum noch zu irgendetwas aufraffen. Es ist ihnen immer alles nur noch zu viel. Hebräer 12,12. Macht deshalb die erschlafften Hände und die erlahmten Knie wieder stark. Der Gottesdienstbesuch lässt deutlich nach. Hebräer 10,25. Deshalb sollen wir unsere Gemeindeversammlung nicht verlassen, wie es manche zur Gewohnheit geworden ist. Und auch im Alltag ist von dem Christsein wenig zu spüren. Sie sind drauf und dran, ihr Heil zu verspielen, zu verlieren. Sie stehen in der Gefahr, ihrem Glauben gegenüber so gleichgültig zu werden, wie damals, wie es in der Bibel heißt, bei Esau war, der einfach für ein Linsengericht alles verschenkte. Hebräer 12,16. Niemand soll untreu und gottlos sein wie Esau. Der hat für eine einzige Mahlzeit sein Recht als Erstgeborener verkauft. Hopfen und Malz scheinen verloren. Kommt euch, liebe Gemeinde, da irgendetwas bekannt vor? Ist das so abwegig, wenn ich sage, dass Trägheit, Glaubensmüdigkeit und Gleichgültigkeit Gefahren sind, die wir heute auch kennen? Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt eigentlich keinen Brief, auch wenn er so heißt, Hebräerbrief, sondern
das ist eigentlich eine flammende Predigt, die hier uns in der Bibel übergeben wird. Er schreibt sie in einer Zeit, als die Gemeinde eben nicht mehr so ganz taufrisch ist. Und die Begeisterung und die Ernsthaftigkeit für den christlichen Glauben in der Enkelgeneration, in der dritten Generation, ja, nachgelassen hat. Der Hebräerbrief möchte eine gute Predigt halten. Eine gute Predigt will anderen nicht in Grund und Boden reden. Das ist nicht Aufgabe einer Predigt. Eine gute Predigt hat ja eigentlich zwei Aufgaben. Eine Aufgabe einer guten Predigt ist es, Menschen aufzubauen. Leute, die entmutigt sind, die verzweifelt sind, neuen Mut geben. Dass Leute also, dass ihr heute nach Hause geht und sagt, das hat mir was gegeben für die Woche. Das gibt mir neuen Mut, neue Impulse. Das ist eine Aufgabe von Predigt. Es gibt aber noch eine zweite Aufgabe von Predigt, nämlich Menschen wachzurütteln. Dann sollen Gemeindeglieder nachdenklich nach Hause gehen. Vielleicht ärgern sie sich sogar über die Predigt. Vielleicht sagen sie, was fällt eigentlich diesem Pastor ein, uns da Vorschriften zu machen und uns zu sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Was bildet sie sich ein, wer sie sei, dass sie so etwas uns so an den Kopf knallt? Oder ich gehe doch nicht in die Kirche, um mir vorschreiben zu lassen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Dann ärgert man sich über so eine Predigt. Man geht ärgerlich nach Hause, aber es ist immer noch besser, ihr geht heute ärgerlich nach Hause, als wenn ihr hier so langsam vor euch hindösen würdet. Denn es geht hier um nichts weniger als um euer Leben, um unser Leben. Und darum zieht der Prediger des Hebräerbriefes alle Register. Wachrütteln, das ist unsere Aufgabe. Hier soll keiner so langsam vor sich wegdösen, sondern hellwach werden. Uns ist viel von Gott geschenkt. Und das muss sich doch in unserem Leben zeigen. Da muss sich doch was verändern. Da kann man doch die Lebenszeit nicht so einfach vertrödeln. So als ob alles gar nicht wahr ist. Nein, unser Leben soll von der Dankbarkeit Gott gegenüber geprägt sein. Und diese Dankbarkeit entsteht, wo ich verstehe, was Gott in Jesus Christus für mich getan hat. Dann entsteht eine Haltung, aus der heraus ich lebe. Hebräer 12, 28. Wir sollen also ein Reich empfangen, das nicht erschüttert werden kann. Darum sollen wir dankbar sein. Wir wollen Gott so dienen, wie es ihm gefällt, mit Ehrfurcht und heiliger Scheu. Also hier einfach so vor sich hin zu dösen und zu denken, na lass den da vorne mal reden, das, sagt der Hebräerbrief, geht nicht. Gott einen guten Mann sein lassen, das ist nicht drin. Hebräer 12, 29, kurz vor unserem Predigttext, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist eben kein laues Lüftchen, keine Salbe, die ich über allen drüber hinweg schmiere. Gott ist eben keiner, an den ich mich dann erinnere, wenn ich ein Anliegen habe, wenn mir gerade mal danach ist. Er ist eben nicht der Erfüllungsgehilfe meiner Erwartungen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wie ein Haus bis auf die Grundmauern niederbrennen kann, so bleiben auch von unserem Leben nichts, wenn Gott nicht selbst dafür einsteht. Nach dem Tod des großen französischen Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal fand man einen Zettel in seinen Rock eingenäht.
Und die Altersspuren des Blattes zeigten, dass er diesen Zettel wohl öfter in eins seiner Röcke, immer den neuen, hineingenäht hatte. Und auf diesem Zettel fanden sich unter anderem diese Worte: Jahr der Gnade 1654, Montag, den 23. November. Seit ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Nicht Gott der Gelehrten und Philosophen. Gewissheit. Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, der Gott Jesu Christi. Also in der Nacht vom 23. auf den 24. November erlebte Pascal Gottes Gegenwart wie ein Feuer. Plötzlich wird ihm klar, Gott ist keine Idee, nichts, was man Kindern irgendwann mal erzählt, und wenn man erwachsen wird, dann löst man sich so langsam von so einem Gedanken. Nein, Gott ist ganz real. Ein Feuer, welches alles niederbrennt, was ich vorher an Ideen als Gelehrter von ihm hatte. Es ist eine Gewissheit, die erst einmal Frieden bringt. Ja, Gott existiert wirklich. Ich bin nicht allein auf dieser Welt. Darum heißt es weiter bei ihm: Freude, Freude, Freude. Freudentränen. Und dann die plötzliche Erkenntnis: Ich habe mich von ihm getrennt. Und es folgt ein Wort des Propheten Jeremia, er hat es auf Latein geschrieben: Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Und dann folgt auf seinem Zettel die bange Frage: Mein Gott, wirst du mich verlassen? Und das Bekenntnis: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Blaise Pascals Zettel, sein Bekenntnis, endet mit Worten aus Psalm 118. Ich habe meine Freude an deinen Gesetzen. Dein Wort will ich nicht vergessen. Ja, es ist ein Vorrecht, Gottes Gegenwart so in seinem Leben erfahren zu dürfen, sagen zu können: Da, in diesem Augenblick damals, habe ich erfahren, Gott, das ist nicht irgendeine Idee, nicht irgendwas, was sie in der Kirche erzählen, aber was mit meinem Leben ja nichts zu tun hat, sondern Gott ist real. Er ist wie ein Feuer. Er ist der Gott, den ich vorher schon in der Bibel gelesen habe, aber den ich jetzt in diesem Augenblick wirklich für mich annehme. Große Freude. Und dann Erschrecken. Erschrecken über das Getrenntsein von Gott. Dann die Erfahrung, dass die Liebe Gottes größer ist als alles dieses Getrenntsein. Dass ich das erfahren darf in Jesus Christus. Und zum Schluss die Erkenntnis, dass diese Nähe Gottes mein Leben verändert, dass es nicht so bleiben kann wie bisher. Denn wenn Gott wirklich existiert, dann ist er eben kein laues Lüftchen, sondern wie ein verzehrendes Feuer, das alles verbrennt, was vor ihm nicht bestehen kann. Wenn Gott uns nahe kommt, dann verändert das alles. Dann denken wir anders über die Welt. Dann ist diese Schöpfung nicht irgendetwas, was ich ausbeute, womit ich möglichst viel Profit mache und nicht nach links und rechts gucke, sondern dann ist das Gottes Schöpfung, die ich zu bebauen und zu bewahren habe. Wenn Gott wirklich existiert, wenn er real ist, dann sind das nicht irgendwelche Menschen links, rechts um mich herum, die ich vielleicht mag oder weniger mag oder die mir eben scheißegal sind. Sondern es sind Gottes Geschöpfe, Kinder Gottes.
Und so schreibt der Hebräerbrief in unserem Predigttext: Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. Denn Gottes Nähe, wenn ich Gott als Feuer erlebt habe, führt diese Nähe mich in die Nähe der Gemeinde. Denn Jesus Christus macht uns zu Geschwistern. Wir erfahren aus nichtchristlicher Quelle, wie befremdlich man damals dieses Verhalten der Christen fand. Ein Caecilius Natalis frotzelt: Sie lieben sich gegenseitig, fast bevor sie sich kennen. Unterschiedslos nennen sie sich Brüder und Schwestern. Das war etwas völlig Fremdes damals. Dass man als Sklave und als Freier, als Ritter oder was auch immer, mit einem anderen befreundet ist, dass ein Sklave mit so einem Freien befreundet ist oder umgekehrt, das gab es nicht. Das war nicht drin. Jeder in seiner Schicht, jeder in seiner Gruppe. Gleich und gleich gesellt sich gern, aber nicht unterschiedliche. Gemeinde Jesu Christi ist allerdings eine Gemeinschaft der Unterschiedlichen, der ganz Verschiedenen. Und Geschwisterliebe erwartet keinen Dank. Für Johannes Calvin ist klar: Einzig als Brüder und Schwestern können wir wahre Christen sein. Ein Christsein allein im Wohnzimmer für sich gibt es nicht. Ein Glaube, der sagt: Ach, sonntags in die Kirche brauche ich nicht, die Gemeindeglieder brauche ich nicht, ich bin auch so, ich glaube auch so an Gott, funktioniert nicht. Die Liebe zu Gott, die Erfahrung, dass Gott wirklich existiert, dass er nicht irgend so eine Idee ist, wird mich automatisch zur Gemeinde führen. Wer von der Liebe Gottes ergriffen ist, der sucht die Nähe zu anderen Christen. Aus dieser Liebe zu den Geschwistern erwächst dann auch die Liebe zu den Fremden. Wenn ich erfahren habe, dass Gott mir die Tür öffnet zu seinem Haus und ich hineintrete, der kann doch nicht sein eigenes Haus verschließen und sagen: Nee, Fremde möchte ich hier bitte nicht sehen. Und was für ein wunderbarer Gedanke, der hier aufgeschrieben ist. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich beherbergt. Ich vermute, der Hebräerbrief denkt da an eine biblische Geschichte, nämlich an Abraham, der diese drei Unbekannten, diese drei Fremden in Mamre aufnimmt, ohne zu wissen, dass es sich dabei um Boten Gottes handelt. Nach der Geschwister- und der Fremdenliebe folgt in unserem Predigttext die mitleidende Liebe. Die Liebe zu denen, die sich im Gefängnis wiederfinden. Das war damals ganz real. Es war nicht so, dass der Staat jeden Christen gleich ins Gefängnis steckte. Aber es reichte eine missgünstige Nachbarin, ein eifersüchtiger Kollege im Betrieb, der einen anzeigte. Denn dann musste der Staat tätig werden. Und dann musste man vor Gericht. Und wer sich dann weigerte, öffentlich seinen Glauben abzuschwören, wer sich weigerte, den Göttern zu opfern, der fand sich dann ganz schnell im Gefängnis wieder. Lukian ist auch ein weiterer Spötter aus dem Christentum, damals zur Zeit des Hebräerbriefes, schreibt über die Christen: Gleich morgens konnte man beim Gefängnis alte Witwen sehen und Waisenkinder. Die Würdenträger unter ihnen schliefen sogar drinnen mit ihnen im Gefängnis. Dafür hatten sie die Wächter bestochen. Dann wurden dem Gefangenen noch vielerlei Speisen gebracht. Man las ihre heiligen Schriften. Auch heute kann man nicht nur die eigene Tür öffnen, sondern auch an der Tür des Fremden klopfen, an die Tür von Menschen klopfen, die gefangen sind in ihrer Angst und Verzweiflung, in Trauer und Mutlosigkeit. Ihnen kann ich beistehen, ihnen zuhören,
mitleiden. Einfach ein paar Minuten, eine Stunde ihnen nahe sein. Und auch heute werden Menschen wegen ihres Glaubens, wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus gefangen genommen, geschlagen, ins Gefängnis gesteckt. Open Doors und andere Organisationen setzen sich für sie ein. So, liebe Gemeinde, bringt Gottes Nähe mich ganz nah an die Menschen. Unabhängig davon, ob die mir jetzt so sympathisch sind oder nicht. Denn wenn ich erfahre, dass ich Gott nicht gleichgültig bin, wenn Gott für mich eben nicht der liebe Opa im Himmel ist, an dem ich als Kind geglaubt habe und jetzt, wo ich erwachsen bin oder erwachsen werde, lasse ich das mit diesem Glauben, sondern wenn Gott für mich ein verzehrendes Feuer wird, dann ist das wie bei Blaise Pascal eine große Freude, ein Erschrecken, tiefer Friede und großes Wissen um die eigene Verantwortung für die Welt und für die Mitmenschen. Was hat das nun mit dem Gedicht von Theodor Fontane zu tun? Nun, der Herr von Ribbeck auf Ribbeck, dem ist die Nähe zu den Mitmenschen, zu den Jungs und Mädels, wie das heißt, sehr wichtig. Die spazieren an seinem Haus vorbei. Er kennt die nicht, aber sie sind ihm wichtig. Und weil er weiß, dass er einen Sohn hat, dem das alles egal ist, der nur um sich selber dreht, um eigenen Profit, um das eigene Weiterkommen. Darum setzt der alte Herr viel Fantasie ein, um über sein Leben hinaus diese Liebe zu leben. Alle Bauern und Büttner mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Ganz unaufdringlich verweist Fontane in seinem Gedicht auf den Glauben, den dieser von Ribbeck in seinem Leben begleitet hat. In diesem Gedicht spüren wir etwas von dem Geist, von dem wir Christen ergriffen sein sollten. Ein Geist der Liebe, die sich verschenkt, ohne danach zu fragen, ob ich dafür irgendwas wiederbekomme. Wie eben diese Birne, ne? Bist eine Birne. Die Liebe, die über den Tod hinausdenkt, die nicht sagt, ich muss alles in diesem Leben hineinpacken, denn danach gibt's ja gar nichts mehr. Und was nach mir kommt, interessiert mich auch nicht. Sondern eine Liebe, die über diesen Tod hinausdenkt, ganz praktisch und auch ein bisschen mit Witz. Ja, es braucht mehr von diesem Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, auch in Uelzen. Amen.